Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Unterirdischen Marsch. Wir verkaufen jetzt Stroh. Aktuell geht die Aussaat auf Feld 15 weiter. Auf Feld 13 wird Stroh gepresst. Und das wäre eine Arbeit erstmal alles. Die nächste Arbeit wäre nachher später Strohpressen auf Feld 2. Und wenn das dann klappt, werde ich dann Feld bzw. das Land 14 kaufen. Ups. Die Kurve ist eingenommen. Haben wir wohl. Nächste Leitplanke. So. Schnell was verkaufen. Eye-Tracking auch nicht so mal gewöhnungsbedürftig. Kann ich nicht auf den Nachbarmonitor schauen so schnell. Dann geht der Blick hier weg. Jetzt geht mal Außenbereich. Sieht man besser, verkaufsmäßig. Sieht man 13.000. 401, 31. Jetzt fahren wir weiter. Das Fell kostet bei 14 519.000. Nur einiges verkaufen. Geht auch voran. So. Müsste die Folge Montag sein. Eine Variante wäre natürlich mit Cosplay Strohloses verkaufen.
aber mengenmäßig kriegen wir gepresst mehr weg. Alleine fahren. Aber rein theoretisch könnte man auch fahren lassen. Aber wir müssen auch was tun, ne? So, Ballenpressen klappt noch. Dazu sehe. Warte mal noch ein Patch 1.3. Beta geht bei mir nicht. Am besten Willen, da geht die Lenkung überhaupt nicht mehr. Aber ein bisschen Widerstand brauche ich schon beim Lenkrad. Und wenn ich auslasse, muss er geradeaus fahren. Beim Auto passiert das auch. Aufgrund der Schwerlast. Was wir auch machen könnten, wäre mal ein bisschen Forst, ein bisschen Wald weghacken. Das wäre auch noch eine Option. Ein bisschen Abwechslung. Ich würde hier mal eine Umfrage starten lassen, aber naja, schaut ja fast keiner zu. Von daher macht das wenig Sinn. Aber das wäre eine Option, die behalte ich mal im Auge. Müssen zwar die Geräte ausleihen. Könnten wir am Sägewerk, dass wir den Wald kaufen. Und dann machen wir immer nackig. Mal sehen, wie es aussieht. Wenn es Fahrt werden sollte. Langweilig. Die anderen beiden noch mitnehmen hier. Die fühlt sich so einsam. Wüste, das ist der Rocken auf Wassererde, dann kann ich nicht gleich die Nacharbeit durchführen. Er hat nur 9% drin an Saatgut. Na, fahren wir hier geradeaus. Also die Dings hier, die FPS hier bricht ein bisschen zusammen. Die Leistung, die Grafikkarte auf Maximum. Takt hier. Temperatur sehe ich gerade. Oh, sehe ich nicht. 55. Da sind es 67.
So, vorwärts hier. Aber so eine Holzfälle kostet ja auch schon um die 4.000. Der Anhänger zum Aufladen ist das kleine Problem. Der Grund und Bonus ist auch nicht so teuer. Eigentlich wollte ich Kühe machen. Da ist das Ackerland links kaufen, was wir gerade gesehen haben. Wo die Rüben waren, wo noch übrig geblieben ist. Der Junge mit der Strohpresse ist fertig. Doch nicht. Ach hier, die Aussaat. Gut. 4% noch, dann müssen wir noch die Restarbeit machen. Jetzt bauen wir die Ecken. Die Ecken, das muss sein. Sieht so ein Scheiße aus. Zumindest das meiste jedenfalls muss gemacht werden. So. Das meiste ist gemacht. Jetzt machen wir noch einen Streifen in der Mitte. Und so kann man nicht meckern. Oder fein gearbeitet. Hier noch ein paar Punkte. Bin mir erschrocken. Dann noch nicht X. X Pause. Es geht weiter. Die Ecke nacharbeiten. Mal zurück. Den Rest nacharbeiten. Stückchen Gras da mal liegen. Da scheißen wir nicht rein. Dann bauen wir noch ab. An am Ende. Da wird auch noch was sein. Feld 14 schon reizen, das wäre gleich um die Ecke und kann sofort immer durcharbeiten. Mal schauen. Noch mal Stroh verkaufen. Aber dann kann man da gleich düngen, dann wäre das. Naja, gut, dann müssen wir uns eh pflügen.
Schön rocken. So Stroh noch nicht weggeholt, ne? Kann man nicht aussehen. Wenn wir Stroh verkaufen. Hier können wir das Feld auch erweitern, bis zum Rand. So, mal schauen wir gleich nochmal. Ist okay, passt schon so. Dann werden wir den wieder auffüllen und dann werden wir gleich. Aber er muss schon verkaufen. So, mal im Fall der Landwirtschaft. Das soll es für die Folge gewesen sein. Hoffe, hat gefallen. Ansonsten würde ich mich freuen für ein Like oder auch für ein Abo sogar. Dann seid mal winke winke und goodbye. Und hört sich jetzt witzig zur nächsten Folge. Oder auch nicht. Schauen wir mal.